Grüßt euch Leute da draußen im Internet. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Shader zu Minecraft richtig hinzufügt. Ich habe ein paar Videos im Internet gesehen, die die Verwendung von Shadern etwas kompliziert bzw. sogar falsch erklären. Doch zuallererst möchte ich euch um eins bitten, gebt diesem Video hier einen Daumen runter. Warum, erzähle ich euch nach dem Video. Jetzt kommen wir erstmal zum Tutorial, deswegen seid ihr hier. Um Shader verwenden zu können, braucht ihr Optifine. Optifine ist eine Mod, die ihr installieren müsst. Allerdings beachtet man hier, dass das Ganze als JAR-Datei zur Installation, also über Java, installiert wird. Und ihr braucht nichts weiter als Optifine für eure Minecraft-Version, die ihr spielen wollt, von der Herstellerseite runterzuladen. Hier seht ihr die Webseite optifine.net. Dabei ist ganz wichtig zu beachten, dass ihr wirklich auf optifine.net seid und nicht auf optifine.net oder optifine.com oder so. Denn alle anderen Seiten beinhalten Viren. Warum sollte man ein Optifine von einer anderen Webseite runterladen, wenn es nichts Einfacheres gibt, als sich Optifine von der originalen Webseite zu besorgen? Dafür gehen wir hier auf der Webseite oben auf Download. So, und wie schon bereits erwähnt, überlegt ihr jetzt, welche Version wollt ihr denn spielen? 1.14 war das große Update mit dem Fireplace und so weiter. Die 1.13 war das Aquaria-Update, falls ihr doch ältere Server oder Versionen spielen möchtet. Hier unten findet ihr auch die alten Optifines. Ganz wichtig dabei zu erwähnen ist, dass es Optifine noch nicht für die 1.15 gibt, da es aktuell der Stand der Dinge bei 53% der Produktion des Ganzen. Einen Link über den Fortschritt schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann selber davon überzeugen, ob Optifine schon für die 1.15 released ist, vielleicht während ihr dieses Video guckt, oder ob es noch etwas dauert. Auch wenn euch manch ein Video vorgaukeln möchte, dass es schon Optifine für die 1.15 gibt, lasst die Finger davon. Es sind Viren drin, es gibt einfach keine Optifine-Version für 1.15. Es ist einfach so, es gibt keine unoffizielle. Denn die unoffizielle würde beinhalten, dass es generell schon jemand schneller schafft, als der originale Programmierer, Optifine auf die 1.15 hochzupatchen. Ich entscheide mich in diesem Fall jetzt für hier Optifine 1.14.4 und lade mir das einfach runter. Ich klicke auf Download. Oben rechts haben wir den Skip-Button nach ein paar Sekunden, den drücke ich nun. Und daraufhin haben wir die Möglichkeit, Optifine, wie schon eben bereits erwähnt, mit der Endung JAR runterzuladen. Diese klicke ich an. Woraufhin der Download gestartet ist. Wichtig zu beachten ist, euer Browser wird euch natürlich über eine eventuelle Bedrohung informieren. Das ist vollkommen normal, denn Chrome oder welchen Browser ihr auch immer verwendet, möchte sich einfach grundsätzlich absichern. Es gibt auch viele Java-Anwendungen, die Viren beinhalten können. Hier bei Optifine wissen wir aber, dass es sich um eine sichere Quelle handelt. Somit klicke ich hier auf Behalten. Und die Datei ist runtergeladen. Als nächstes ziehe ich jetzt die Datei für euch einmal auf meinen Desktop und wechsle die Ansicht direkt für euch mal zu diesem auch hin. So, hier ist dann Optifine, habe ich rübergezogen und als allererstes starte ich einmal den Minecraft Launcher, denn das ist ganz wichtig, bevor wir Optifine installieren können, müssen wir erst einmal ganz sicher die Version 1.14 installiert haben. Habt ihr dies schon und habt ihr das schon mal gestartet, dann braucht ihr diesen Schritt nicht zu machen. Wenn ihr allerdings 1.14 noch nicht installiert habt oder die Version, für die ihr Optifine benutzen wollt, geht ihr auf Installation, klickt hier oben auf Neu, gebt dann einfach einen Namen ein, wie euch beliebt. Wählt bei der Version 1.14.4 aus, dafür haben wir Optifine runtergeladen, den Rest lasst ihr so und klickt auf Erstellung. Nun ist wichtig, dass ihr bevor ihr Optifine installieren könnt, einmal die 1.14.4 startet, damit die Assets runtergeladen werden. Dafür klickt ihr hier unten auf die 1.14 und anschließend einfach einmal auf Spielen. Nun wird Minecraft runtergeladen und in die fertige 1.14er Version können wir dann Optifine rein installieren. Nachdem nun Minecraft gestartet ist, könnt ihr dieses auch direkt wieder schließen über Quit Game oder über den X-Button. Nun lässt sich Optifine auch installieren. Dafür klicken wir einfach doppelt hier drauf. Wie schon erwähnt, es ist eine JAR-Datei. Was heißt, wir nutzen den Java-Installer. Und dieser sieht so aus. Ihr lasst bitte einfach den Rest des Ganzen hier so, wie es ist. Denn in der Regel, wenn ihr nichts geändert habt, ist euer Minecraft im Ordner appdata-roaming.minecraft angesiedelt. Und nun klicken wir auf Install. Und schon ist Optifine installiert. Jetzt starten wir den Minecraft-Launcher wieder. Und sehen, dass wir hier unten... Jetzt sehen wir, dass Optifine auf die 1.14 installiert ist. Das sehen wir hier dran, 1.14.4 Optifine HD. Nun drücken wir auf Spielen, damit die 1.14 mit Optifine startet und wir sehen uns dann gleich im Menü wieder. Nun hat Minecraft gestartet, um direkt zu checken, ob Optifine ordentlich installiert ist. Gehen wir hier auf Optionen, gehen auf Video Settings und sehen, wir können hier die Shaders auswählen. Ich habe das Menü jetzt auf Deutsch umgestellt, für die, die Sprache auf Deutsch haben, und unter Grafikeinstellungen findet ihr dann den Punkt Shader. Damit ihr gar nicht großartig suchen müsst, gibt es hier im Shader-Menü die tolle Option Shader-Ordner. Mit diesem könnt ihr dann den Shader-Ordner öffnen, in die Shader reinkommen. Ich klicke einmal kurz drauf.
Jetzt habt ihr wieder die Desktop-Ansicht und hier ist der Ordner für die Shader-Packs. Nun wechsle ich für euch zurück auf den Browser und zeige euch einen meiner Lieblingsshader. Diesen können wir auch sicher runterladen. Den Link schreibe ich in die Beschreibung. Ich rate auch davon Shader-Sammelseiten ab. Man kann diese zwar da runterladen, wird aber leicht auf Werbung und falsche Links und auf Ads geführt. Also hier, Sildos Shader Pack. Hier habt ihr noch ein paar Bilder, die ihr euch vorher angucken könnt. Ich zeige euch das aber auch gleich, wie es im Spiel aussieht. Ich lade mir hier einfach für den Test die High-Version runter ohne Motion Blur und warte ebenfalls wie bei Optifine hier oben, bis die Sekunden verstrichen sind, damit ich auf Skip klicken kann. Und lade dann Sildos Vibrant Shader Pack. Wichtig ist zu beachten, euch wird eventuell noch mehr Werbung hier angezeigt. Achtet immer darauf, dass ihr guckt, dass ihr den richtigen Button erwischt. Der Shader ist jetzt runtergeladen. Diesen ziehe ich jetzt einfach wieder, wie auch vorher Optifine, auf den Desktop rüber und wechsle wieder auf den Desktop. Nun ziehe ich den Shader direkt in den Ordner, den wir vorher über Minecraft geöffnet haben und gehe wieder zurück ins Spiel. Und nachdem wir auch schon wieder in Minecraft sind, sehen wir, dass Sildos Vibrant Shader Pack ohne weiteres Zutun einfach geladen worden ist. Ich klicke es einmal an. Und der Shader ist installiert. Ich klicke auf Fertig. Ich habe jetzt hier für euch, damit es etwas schneller geht, eine neue Welt geladen, bin in den Kreativmodus gegangen. Und wie ihr seht, der Shader-Mod ist aktiv. Man erkennt es schon daran, dass das Licht durch die Blätter bricht. Und vor allem die Wassertexturen haben sich auch stark verbessert. So, das war es im Grunde schon. So einfach kann es sein, einen Shader zu installieren. Ihr könnt natürlich einfach sonst immer wieder hier unter Optionen die Shader auch jederzeit unter Grafikeinstellungen deaktivieren, indem ihr wieder einfach auf Auswählt. Es wird wieder deaktiviert. Fertig. Und schon sieht alles wieder wie vorher aus, ohne Shader. Fassen wir einfach nochmal kurz zusammen. Ihr installiert Optifine für eure Version, die ihr euch wünscht. Dann sucht ihr nach einem Shader für diese Version. Geht ins Spiel. Geht wieder raus. Installiert erstmal einmal Optifine. Dann geht ihr ins Spiel unter Grafikeinstellung Shader. Darüber könnt ihr dann den Ordner finden. Zieht den Shader dort rein, wie im Video eben gezeigt. Und schon ist es drin. Fertig ist der Zauber. So schwer ist das gar nicht und so einfach könnt ihr eure Shader zu Minecraft hinzufügen. Zum Ende des Videos stellt sich nur noch die Frage, warum mache ich das eigentlich oder warum habe ich dieses Video gemacht? Es gibt ja schon echt viele Tutorials. Ich habe vor kurzem eine sehr lächerliche Situation auf YouTube gehabt, wo ein anderer YouTuber im Grunde das genau selbe Tutorial gemacht hat. Allerdings in seinem Video die 1.15.1 Version quasi beim Downloaden von Optifine vorstellt. Nicht viel dazu sagt, es runterlädt, es installiert, also sich quasi live während des Videos auf seinem Rechner ein Virus installiert, eine Exe-Datei. Es macht nämlich überhaupt gar keinen Sinn, dass Optifine, ihr habt es gesehen, als JR-Installer nochmal in einen Exe-Installer verpackt wird. Denn ich habe dann diese Exe-Datei auseinandergenommen, nachdem ich mir das angeguckt habe. In der Exe-Datei, die macht nichts anderes als einen weiteren Prozess, mehrere Prozesse zu starten, lädt unter anderem 1.14.4 Optifine runter und installiert dann noch diese Jar, beziehungsweise führt diese Jar da im Silent aus und ja, kostenfreier Virus und Optifine funktioniert trotzdem. Allerdings, wie gesagt, nicht für die 1.15.1, sondern für die 1.14.4. Es sagt nur, es sei für die 1.15.1. Ich wechsle mal kurz eben auf den Browser, um euch das zu zeigen. Alleine wenn ihr hier Optifine 1.15.1 sucht, findet ihr unglaublich viele Fake-Seiten, die euch Optifine für 1.15 anbieten möchte. Unter anderem, ich habe dann auch mal die Videos durchgeguckt und auch das ist alles Clickbait. Die versuchen alles einfach nur Klicks abzugreifen durch dieses Keyword-Spamming von 1.15.1 und Optifine. Ja, dieses Video hat das ebenfalls so, aber aus einem ganz anderen Grund, glaube ich, als zumindest wie die. Und um das auch zu beweisen, wie gesagt, Daumen runter, stört mich nicht. Ein paar der Nutzer, die das Video auch gesehen haben, haben den Creator angeschrieben und gesagt, hey, yo, da ist ein Virus drin, Viruswarnung. Und der Creator war dann einfach nur so, ja, nee, bei mir funktioniert das, ich nutze das schon seit Jahren und habe nie Probleme. Toll, eine sehr ignorante Antwort in dem Falle. Ich habe ihm dann mein Ergebnis gepostet und habe ihm geschrieben, hey, da ist ein Virus drin, du gefährdest hier andere User, weil in deinem Video zu sehen ist, wie du ein Virus runterlädst und ihn benutzt. Und du sagst anderen Usern, die sollen das auch so machen, um das zu installieren. Ja, und dann kam halt nur noch zurück, dass wir ja die Beschreibung nicht richtig lesen würden und nicht wüssten, was, worum es in dem Video geht und wie er denn jemals Fame werden sollte, wenn mit seinen 2K aufrufen, wenn jeder davon ausgeht, dass da ein Virus drin ist. Und er meinte, dann ist halt YouTube für nichts für euch. Ich finde es hart ignorant. Einsicht gleich null, vor allem mit dem letzten Satz. Und das ist der Punkt, wo ich einfach sage, das ist total der falsche Ansatz. Wenn man Tutorials macht, sollte man Spaß daran haben, Menschen, ja, mit einigen Schritten in technischen Dingen weiterzuhelfen, was das angeht, jetzt gerade bei Minecraft, und nicht um Fame zu werden.
Gerade wenn man User wissentlich gefährdet, sollte man den Fame zurückstellen, vor allem mit seinen 25 Abonnenten, die er da zu dem Zeitpunkt hatte. Der hat einen jetzt dazu gewonnen. Sorry, das ist kein Fame. Das Video hat jetzt zwar 3000 Aufrufe oder so, aber das ist, ich weiß nicht, manche Menschen sind einfach extrem geblendet und das, wie schon erwähnt, ich möchte einfach zum Ausdruck bringen, mir ist es echt nicht wichtig, ob ihr jetzt einen Daumen hoch gibt, einen Daumen runter. Macht ruhig einen Daumen runter und supportet ebenfalls meine Meinung und falls ihr mich doch gerne unterstützen möchtet, ihr könnt gerne auf meinen Twitch-Kanal kommen, dort spielen wir ab und zu auch Minecraft und ich danke euch jetzt für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ich konnte euch helfen und wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer. Bis dann. Bye, bye.